Bei einem Ausfall der elektrischen Systeme erfolgt die Notbedienung über die direkte Betätigung der Hydraulikventile am Steuerschieber. Zur Vorbereitung der Notbedienung den Deckel des Hydraulikkastens öffnen. Den Aufforderungen anhand der Aufkleber ist Folge zu leisten. Um die Notbedienung der Abstützeinrichtung zu aktivieren, müssen die Bedienelemente manuell betätigt werden. Achtung! Zur Aktivierung der Hydraulikventile sind die vorgegebenen Hilfsmittel zu benutzen. Hierbei sind zuerst die Stützzylinder an der gebremsten Achse und anschließend beide verbleibenden Stützzylinder in Transportstellung zu bringen. Erst dann dürfen die Ausleger in Transportstellung gebracht werden. Zur Deaktivierung der Notbedienung sind die Bedienelemente in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Anschließend ist der Betrieb der Hubarbeitsbühne einzustellen und das Palfinger-Service-Netzwerk zu kontaktieren.